ist Beten eigentlich sinnvoll? Wir haben jetzt die Pray Week oder den Pray Day. Ist das sinnvoll zu beten? Ich glaube, in der Weltbevölkerung, die wir ja ungefähr bei 7,7 Milliarden Menschen liegt, die überwiegende Mehrheit betet. Aus irgendeinem Grund zu irgendeinem Gott beten die Leute. Was macht das sinnvoll? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es tatsächlich einen Gott, das wäre A, oder es gibt keinen Gott und das wäre B. Erstmal zu B. Es gibt keinen Gott und die Menschen beten. Ist es sinnvoll zu beten, wenn es keinen Gott gibt? Ich glaube schon, weil das Danken, dass man am Abend oder am Morgen oder irgendwann anders am Tag einmal das zusammenfasst, was einem gut tut, wofür man dankbar ist, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Die Bitten oder die Dinge, die uns beschäftigen, mal konzentriert in einen Satz zu bringen, das ist sinnvoll. Mit einem anderen über Themen zu sprechen, selbst wenn er nicht da ist, das ist sinnvoll. Also B ist sinnvoll. Ich bin Pastor und ich bin natürlich davon überzeugt, dass es Gott gibt und habe ihn auch erfahren an vielen Punkten meines Lebens. Deswegen A, wenn es Gott gibt, ist es doppelt sinnvoll zu beten. Weil man im Gebet Gott auf eine ganz andere Weise viel persönlicher erleben kann. Was ist eigentlich beim Beten dann wirklich das Besondere? Das Besondere ist, dass man eine Beziehung zu dem Gegenüber bekommt, das man aber gar nicht sieht. Und das ist eine tiefe Beziehung, eine Beziehung wie zu einem ganz guten Freund oder einer sehr guten Freundin. Und so rede ich Gott auch an. Ich sage einfach, Jesus, das und das geht mir durch den Kopf. Jesus, das und das brauche ich. Jesus, hilf mir in diesem Moment. Und das Besondere ist an der Bibel, dass sie sagt, wenn du mich von ganzem Herzen suchst, dann werde ich mich auch finden lassen von dir. Das heißt, die Bedingung für das Beten ist, dass das Beten ein Gespräch des Herzens ist. Und das ist das, was es wirklich sinnvoll für mich macht, zu beten, dieses Gespräch des Herzens. So, wie du es gerne tust, wie du es deinem Freund, deiner Freundin mit ihr besprichst. Ich wünsche euch viel Freude und gute Erfahrungen beim Beten.